In Deutschland, wenn du sagst Ungläubiger, da ist damit gemeint ein Atheist. Einer, der nicht an die Existenz Gottes glaubt. Wenn der Koran aber von Kafir redet, was meistens als Ungläubiger übersetzt wird, meint er damit nicht Atheist. Der Atheist ist mit in diesem Korb drin, in diesem Kafir-Korb, aber da meint der Koran das nicht unbedingt mit. Warum? Weil die Mekkaner in Mekka damals, die Quraysh, die Götzendiener, die gleichzeitig Kuffar sind, die haben an die Existenz Allahs geglaubt. Ja, zum Beispiel steht in Surah Yunus Vers 31, Kul mei yarzukukum minas samai wal ard, der Prophet spricht, wer versorgt euch von Himmel und Erde und so weiter und so fort. Und am Ende sagen die Kuffar, Allah, die haben an Allah geglaubt. Im Deutschen, wenn du sagst Ungläubiger, das bedeutet, der glaubt an nichts. Atheist. Wenn du zum Beispiel sagst, der glaubt an Schamanenreligion, dann sagen die, ach, der ist gläubig, der glaubt ja an was. Wenn du sagst, der ist Buddhist, dann sagen die, ja, der glaubt ja an was, der ist ja Buddhist. Wenn du sagst, der ist Hinduist, dann sagen die, der ist nicht ungläubig, der glaubt ja an was. Ein Ungläubiger ist im Deutschen nur jemand, der Atheist ist. Im Arabischen Kafir ist jeder, der den Islam leugnet und selbst wenn er nur einen Teil vom Islam leugnet. Wenn beispielsweise jemand sagt, ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah und ich bezeuge, dass Mohammed der Gesandte ist und er betet und er fastet und er gibt Zakat aus und er sagt, dass die Hajj nicht Pflicht ist, dann ist er mit Ijma, nach Eindeuten, mit Konsens der Gelehrten des Islam ein Kafir. Einer, der den Islam leugnet. Denn Allah sagt im Koran, أَتُؤْمِنُونَ بِبَعْدِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْدِ. Glaubt ihr an das eine von dem Buch und nicht an das andere? Wer auch nur einen Teil von diesem Buch leugnet, ist ein Kafir. Allah sagt im Koran, sagt er, إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِ. Wahrlich, die nicht an Allah und seine Gesandten glauben. Und die wollen zwischen Allah und den Gesandten einen Unterschied machen. Das heißt, jetzt nicht, dass Allah nicht über ihn ist, aber zum Beispiel, dass man sagt, ach, ich glaube nicht an den einen Propheten, nicht an den anderen. Oder ich sage, ja, ich nehme nur den Koran, aber nicht die Sunna. Ja. Und die sagen, wir glauben an die einen Propheten und nicht an die anderen. Beziehungsweise an das eine im Koran glauben wir, an das andere nicht. وَيُرِدُونَ أَن يَتَخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا und die wollen da einen Zwischenweg einschlagen, sagt Allah, أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا. Das sind die wahren Ungläubigen, sagt Allah. Das sind die Kafirun Haqqa. Der sagt also nicht, dass die nicht an Allah glauben und nicht an die Gesandten glauben. Er sagt, die machen einen Unterschied, versuchen an einen Gesandten zu glauben, an den anderen nicht. Oder man glaubt an eines von dem Buch, an dem anderen nicht. Deswegen, wenn jemand den Koran leugnet, er sagt zum Beispiel, Hajj ist nicht Pflicht und Allah sagt im Koran, وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ إِسْتَتَعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِذْنَ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Ja, wenn Allah sagt, für Allah, also den Menschen gebührt es für Allah, die Hajj zu verrichten, wer ungläubig ist, so ist Allah unbedürftig den Welten gegenüber. Wer diesen Vers leugnet, ist ein Kafir. Egal, ob er betet und fastet und jeden Montag und Donnerstag freiwilliges Fasten macht und spendet und Moscheen baut und alles macht, ist ein Kafir im islamischen Sinne. Wenn jemand sagt, einer, der Christ ist, ist kein Kafir, ist er selber ein Kafir. Weil Allah sagt im Koran, لَقَدْ كَفَّرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ. Diejenigen sind Kuffar, die sagen, Allah ist der Messias, der Sohn der Maria. Heute die Christen sagen, der Vater ist Gott, der Sohn ist Gott, der Heilige Geist ist Gott. Die sagen, Jesus ist Gott. Und alle zusammen sind nur ein Gott, so sagen die. Ja? Allah sagt im Koran, لَقَدْ كَفَّرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهُ ثَالِثٌ ثَلَاثًا. Diejenigen sind ungläubig, die sagen, Allah ist einer von dreien. Das heißt Trinität und so weiter. Ja? Ganz klarer Fall. Über die Juden genau dasselbe in Grün. Kommen wir zu dem Vers zurück. Die glauben an die einen Propheten, nicht an die anderen, akzeptieren das Gesetz von Allah subhanahu wa ta'ala, nicht Kuffar. Allah sagt im Koran ganz deutlich, wer an die Verse des Koran nicht glaubt, dass der ein Kafir ist. Der Prophet sagt ganz deutlich in der Sunnah,
keiner hört von mir, min hadhil umma, von dieser umma, la yahudiyun, wa la nasraniyun, thumma yamutu, wa lam yu'min biladhi ursiltu bih, illa kana min ashabin nar. Also keiner von dieser Umma und kein Jude und kein Christ hört von mir und bestätigt seinen Glauben dann nicht in dem, womit ich gekommen bin, außer dass er zu den Leuten des Feuers gehört. Und das ist ganz klar. Und wer daran zweifelt, ist selber ein Käfer. Uqsimu billahi al-azim. Ich schwöre beim gewaltigen Gott, wer daran nicht glaubt und stirbt so, wer glaubt, dass Juden und Christen Gläubige sind, im islamischen Sinne Mu'min, oder auf der richtigen Religion sind, er wird für alle Ewigkeit in die Hölle gehen. Und das ist ein ganz klarer Fall. Und das sage ich nicht, um Juden zu bekämpfen oder Christen zu bekämpfen. Im Gegenteil, ich will, dass diese Menschen zum Islam kommen, weil diese Botschaft ist jetzt hauptsächlich für sogenannte Muslime gedacht, die den Islam nicht kapieren. So, ganz klar. Und so viele, man kann gar nicht so viele Verse, kann man gar nicht aufzählen, in wie vielen Versen Allah denjenigen, der nicht an den Koran glaubt, sagt, dass der in die Hölle gehen wird. وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا und so weiter und so fort. Also ganz klarer Fall, da gibt es also gar keinen Zweifel. Und das ist die letzte Warnung, deswegen so ein Schrott, da braucht man auch keinen Brief mehr zu bekommen, sind die Kuffar, ja die sind doch Ahlul Kitab. Ja stimmt, die sind Ahlul Kitab. Das ist genauso, als wenn du sagen würdest, ist Abu Talib ist kein Muslim, denn der ist Ahlul Bayt. Genauso wie Ahlul Kitab eine Gruppe von den Kuffar und von den Mushrikun sind. Das ist ein ganz klarer Fall. Und subhanallah, ich war selber ein Kafir. Alhamdulillah. Allahumma thabbit qulubana ala dinik. Allah hat mich zum richtigen Weg geleitet. Alhamdulillah. So, und das ist eine ganz klare Sache. Wie kann es sein, dass jemand sagt, Allah sagt im Koran, wer an auch nur einen Vers im Koran nicht glaubt, ist Kafir. Und dann kommt Karl-Heinz und sagt, ich glaube überhaupt nicht an den Koran und der ist Muslim oder der ist Mu'min, der ist Gläubiger, der ist dann Mu'min, der ist ein Kafir, wenn ich daran glaube, ganz einfach. Und das sagen wir nicht, um jemanden zu beleidigen, das sagen wir, weil das die Wahrheit ist. Das sagen wir, weil wir können keinen Menschen zum Islam einladen, für einige Leute, die leider den Islam nicht verstehen, die sagen, ja, wie, man kann mit den Leuten ja nicht so reden. Ich frage dich, wie viele Leute sind wegen dir zum Islam übergetreten? Frag dich mal selber. Mit deiner Dawa-Methode, mit deiner Dawa-Methode, ja, man soll das dir nicht sagen. Was sagt Allah im Koran? Kul, sprich Muhammad, ja, eyyuhal kafirun, o ihr Ungläubigen. Er sagt nicht, nee, sagt nicht Ungläubige, Ungläubige, ganz klar. Das hat die so aufgerufen. Oder Al-Kitab, kein Problem, sagt Allah auch an anderen Stellen. Aber man muss den Leuten auch klar machen, dass sie Islam annehmen müssen. Warum soll einer Islam annehmen, wenn ich zu dem sage, der kommt in die Moschee rein und er sagt, und ich habe selber schon erlebt bei diesen Möchtegern-Leuten und sagt, ich bin Katholik, aber ich glaube, Mohammed ist ein Prophet. Dann sitzen die da vorne und sagen, schön, ach, das ist aber toll, dass sie das glauben. Ach ja, schön, sie haben ihre Religion, wir haben unsere Religion. Da muss man diesen Menschen sagen, hör mal, wenn du glaubst, dass der Prophet ist, dann kann ja irgendwas nicht stimmen. Weil dann kann ja deine Religion nicht stimmen, weil die Islam widerspricht ja dem Christentum in fundamentalen Sachen. Dass zum Beispiel Gott gestorben ist, geboren ist und so weiter und so fort. Aber diese Methode, diese Angsthasen-Methode, dass man noch nicht mehr in der Lage ist, jemandem zu sagen, dass er Muslim werden will, dadurch wird doch keiner Muslim. Ja, guck mal, was wir für eine schöne Religion haben. Komm, trinken wir ein bisschen Tee. Ach, das ist aber schön, ja. Die Muslime, ja, die beten auch 5 am Tag. Das ist ja schön. Ja, davon wird er aber noch kein Muslim. Sondern du musst ihm auch klar machen, dass er Muslim werden will. Und das ist die Dawa von den Propheten. Was hat der Prophet zusammen gemacht, als Allah zu ihm gesagt hat, ja, eyyuhal mudathir, kum fa'anzir. O Gesandter, o du, der eingehüllt ist, steh auf und warne. Was hat er gesagt? Ist dann zu Quraysh gegangen, hat gesagt, ja, wisst ihr, ich habe eine schöne Religion bei uns, wir trinken Tee oder was? Der hat gesagt zu denen, ja, Mashar Quraysh, o Mashar Quraysh, die kommen um ihn herum, o ihr Volk von den Quraysh, inni navirun lakum, ich bin euch ein deutlicher Warner, vor euch liegt eine deutliche Strafe. Pum, was sagt Allah im Koran? Rusulan mubashirin wa mundirin li'alla yakuna linnasi ala Allahi, Hujjatan ba'da Rusul. Gesandte als Frohboten, zu was? Paradies. Und Warner vor was? Vor der Hölle? Natürlich vor der Hölle, vor was sonst? Ja, damit die Menschen vor Allah keinen Beweis haben, nachdem die Gesandten gekommen sind. So sieht die Sache aus.
Deswegen sind die Gesandten Warner. Man muss den Leuten sagen, wenn sie Islam nicht annehmen, gehen sie in die Hölle, sonst nehmen sie den Islam sowieso nicht an. Was sagt Nuh alayhi salam? In Surat Nuh, für die Leute, die es immer noch nicht kapiert haben. Inna arsalna Nuhan ila qawmihi an anzir qawmaka min qabli ayatihum adabun alim. Wir haben Nuh zu seinem Volk geschickt und so weiter. Und was sagt er dann? Qala ya qawmi inni lakum nadhiru mubin. Was sagt er? Oh mein Volk, ich bin euch ein deutlicher Warner. Der hat gewarnt. So sieht die Sache aus. Und wer das nicht kapiert, ich denke, der will es sowieso nicht kapieren, weil die Leute wollen lieber Tee trinken und wollen ihre Leute, wollen die Nicht-Muslime in die Hölle schicken. Das ist das Problem. Wer zu feige ist, zu sagen, dass Islam die wahre Religion ist, als Muslim, der hat den Islam nicht verstanden. Ganz klarer Fall. Wer zu feige ist und denkt, er hätte die richtige Dame tut, der ist an der falschen Stelle. Natürlich muss man nicht direkt sagen, hallo, ihr seid einfach verkehrt, aber man muss klar machen. Man muss die Sache auch rüberbringen. Wir sind nicht im Schmusekurs, sondern wir sind, es geht hier um Islam. Es geht hier um die Religion von Allah subhanahu wa ta'ala. Und er hat die Gesandten geschickt als Warner und Vorboten. Und nicht geschickt, damit, nur damit die mit den Leuten Tee trinken. Du kannst ruhig mit den Leuten Tee trinken, damit dann nicht wieder einer falsch versteht. Weil sie sagt nachher, einer Piervogel hat gesagt, du darfst keinen Tee trinken. Weil ich habe es leider mit so vielen Leuten zu tun. La ilaha illallah. Deswegen, kannst du stehen mit dem Trinken, nur versuche die Sache rüberzubringen. Du musst nicht direkt mit der Tür ins Haus fallen, aber trotzdem, das ist die Botschaft. Alhamdulillah, subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.